Es sind die schrecklichsten, wirklich nicht auszuhaltenden Minuten für Eltern. Sie rennen hin zur Schule in purer Verzweiflung mit nur einem Gedanken im Herzen. Was ist mit meinem Kind? Denn in der Schule erschießt ein Irrer ihre Kinder. Massaker, Amoklauf an einer Grundschule in der 17.000 Einwohnerstadt Uvalde in Texas. Ja, der Killer verbarrikadierte sich in der Schule. Seine Opfer sind unschuldige Kinder, hatten keine Chance. Er tötet 19 Kinder und dann auch zwei Erwachsene, darunter Eva Mirillis, eine Lehrerin in der 4. Klasse. Wer ist der Kindermörder, der fast selbst noch ein Kind ist? Er heißt Salvador Ramos. Er ging auf die Highschool in Uvalde. Kurz nach seinem Geburtstag besorgte er sich ganz legal Handfeuerwaffen und offenbar auch ein Gewehr. Auf seinem Instagram-Account posiert er mit Waffen. Kurz vor der Tat schrieb er dort kryptische Nachrichten an ein Mädchen, die die Tat angekündigt haben könnten. Ja, Ramos ist tot, erschossen im Gefecht mit der Polizei. Und wir schauen noch einmal auf die Bilder, denn hier sehen wir ihn. Hier betritt er bewaffnet die Schule. Es ist bisher das einzige Video von der Tat. Laut US-Ermittlern schießt Salvador Ramos zuvor auch auf seine Großmutter in ihrer Wohnung. Sie ist jetzt in einem Krankenhaus untergebracht. Danach fuhr er eben in diese Schule, baute auf dem Weg dorthin noch einen Unfall und ging dann mit einer Schutzweste, einem Rucksack und einem Gewehr in der Hand zu Fuß weiter. Die Sicherheitsleute der Schule versuchten noch, ihn aufzuhalten, vergeblich. Er konnte sich drinnen verbarrikadieren und wild um sich schießen. Noch immer warten verzweifelte Eltern vor der Schule. Können sie ihr Kind in die Arme schließen oder bekommen sie eine Todesnachricht? Ein Vater schildert uns seine unerträgliche Ungewissheit. Ich frage immer wieder nach, was los ist, aber niemand sagt mir etwas. Niemand sagt mir irgendwas. Nur einer der Eltern sagte, dass möglicherweise Kinder im Beerdigungsinstitut festgehalten werden. Und das hat mich hierher gebracht, um herauszufinden, was los ist. Haben Sie andere Kinder gesehen? Ja. Es gibt Kinder, die sind noch da, aber meine Tochter ist noch nicht da. Und Sie konnten sich nicht bei ihr melden. Sie wissen nicht, wo sie ist. Nein. Wie geht's Ihnen? Ich bin nur verwirrt und besorgt und ich versuche herauszufinden, wo meine Kleine ist. Aber niemand hat Ihnen gesagt, dass es ihr gut geht oder dass sie verletzt ist. Nein, es gibt viele verwirrte Eltern, die nicht wissen, wo Frau Garcia ist. Das versuche ich herauszufinden. Und wer ist Frau Garcia? Frau Garcia ist eine Lehrerin. Ja, und für uns vor Ort in Uvalde ist unser Bildreporter Herbert Bauernebel. Herbert, weißt du inzwischen genaueres zu dem Tatvorgang? Ja, wie gesagt, ich stehe hier vor der Robb Elementary School, wo eben der Amokschütze Salvador Ramos dieses furchtbare Massaker angerichtet hat. Wie gesagt, das ist der schlimmste Massaker in den USA seit dem Morden an der Grundschule in Sandy Hook vor ungefähr 10 Jahren, wo 20 Kinder ums Leben gekommen sind. Jetzt eben 19 tote Kinder im Alter zwischen 7 und 11 Jahren, und die Polizei, die hier natürlich in großer Stärke aufmarschiert ist, zimmert jetzt alles zusammen, versucht jedes Detail hier einzufangen, das ganze Protokoll aufzuarbeiten. Begonnen hat diese Bluttat natürlich mit dem Attentat auf seine eigene Großmutter. Dann fuhr er hierher zu dieser kleinen Schule in diesem kleinen Ort, 16.000 Einwohner, mit einem Pickup-Truck, den er dann zu Schrott gefahren hat in einem Graben, ist dann zur Schule gelaufen, offensichtlich bewaffnet mit einem Sturmgewehr, mit einer schusssicheren Weste, mit Munitionsmagazinen, einem Rucksack, ist dann eingedrungen in das Gebäude. Es soll angeblich hier ein kurzes Feuergefecht mit einem anderen Polizisten gegeben haben. Dann ging er in die Schule und begann das Morden von Klassenzimmer zu Klassenzimmer. Man muss sich das vorstellen, die Kinder im Alter zwischen 7 und 11 Jahren, wahrscheinlich völlig wehrlos ausgeliefert. Diese Waffen, diese Sturmgewehre, die hier verwendet werden, haben teilweise Munition, die große Löcher schlägt, die natürlich bei so kleinen Körpern unfassbare Verletzungen hervorrufen. Wie gesagt, auch zwei Lehrerinnen sind ums Leben gekommen. Dann jedoch eine Heldentat. Ein Beamter der Border Patrol hat nicht gewartet auf weitere Verstärkung, ist hinein in das Gebäude, ein wirklicher Heldentat, hat den Schützen Ramos dann erschossen, auch mit Hilfe weiterer Beamten, die ihm zu Hilfe gekommen sind. Der Mann wurde selbst verletzt, ist aber okay. Zumindest war dann dieses Attentat, dieser Amoklauf vorbei, und dann begannen eben diese dramatischen Szenen dieser Eltern, die, wie man ja sieht in den Videos, die zur Schule laufen, die nicht wissen, was mit ihren Kindern ist.
die dann umgeleitet wurden zu diesem Civic Center. Das ist eine Art kleines Rathaus hier und dort eben auf Informationen gewartet haben. Und viele Kinder, und das habe ich auch selbst, als ich Sandy Hook vor 10 Jahren gecovert habe, selbst gesehen, viele Eltern nehmen ihre Kinder in Empfang, sie sind am Leben, sie haben es überstanden. Und dann gibt es eben die Eltern, die sehen ihre Kinder nicht, die kommen nicht raus, sie sind nicht da. Die beginnen dann Krankenhäuser anzurufen. Das sind wirklich emotionale, furchtbare, schreckliche Szenen. Menschen, die sich dann umarmen, die weinen. Die ganze Verzweiflung ist hier spürbar. Und genau das hat sich abgespielt in den Stunden nachher. Natürlich, jetzt weiß man die wahrscheinlich endgültige Opferbilanz. 19 tote Kinder im Alter zwischen 7 und 11 Jahren. Es ist so grauenvoll. Es ist nicht vorstellbar. Was weiß man? Wir haben ihn gerade gesehen über dieses Monster, über diesen jungen Mann, 18 Jahre alt, der das angerichtet hat, der all diese Kinder ermordet hat. Er stammt aus North Dakota, ist hier in Uvalde aufgewachsen, zur Schule gegangen. Es gibt bereits erste Berichte, dass er möglicherweise die Highschool abgebrochen hätte, dass er gebullied worden wäre. Es gibt auch die Berichte, dass er vor die Tat praktisch kryptisch auf Instagram angekündigt hat gegenüber einer Person, die er gar nicht kannte. Die hat er getaggt mit einem Post, wo er Waffen gezeigt hat, 2 Sturmgewehre, und dann mit dieser Frau einen Dialog begonnen hat, wo er gesagt hat, ich habe ein kleines Geheimnis, und sie hat gesagt, was ist es denn, ich werde es dir sagen, und dann so getan hat, als würde die Antwort kommen um 11 Uhr, und dann kurz nach 11 ging die Schießerei los, all das sehr unheimlich, sehr kryptisch, all das arbeitet die Polizei natürlich auf. Er hat, wie gesagt, auch sich selbst gepostet vor dem Attentat und, wie gesagt, auch ein Munitionsmagazin gezeigt und eben diese beiden Sturmgewehre. Man muss dazu sagen, er hat diese Sturmgewehre genau an seinem Geburtstag gekauft, als er 18 Jahre alt wurde. Mit diesem Alter darf man in Amerika Waffen kaufen, was eigentlich schon ein wenig absurd ist, wenn man bedenkt, dass man erst mit 21 Jahren in Amerika ein Bier trinken darf. Wie gesagt, das weiß man bisher über ihn. Natürlich, man wird in den nächsten Minuten, Stunden und Tagen wirklich sehr viel erfahren über diesen jungen Mann, über dieses Monster eigentlich, und natürlich auch versuchen zusammenzuzimmern, was waren wirklich seine Motive, warum hat er das getan. Es ist eine unfassbare Tat, und man wird natürlich wissen wollen in Amerika und im Rest der Welt, was diesen Mann getrieben hat. Ja, Herbert, du sagst, es ist eine wirklich unfassbare Tat, und du stehst jetzt ja gerade vor dieser Grundschule, wo eben dieses Massaker ja stattgefunden hat. Hattest du schon die Möglichkeit, mit Leuten vor Ort zu sprechen, vielleicht mit Angehörigen oder Menschen, die eben ja vor Ort waren? Ja, es ist jetzt mitten in der Nacht hier, kurz nach 2 Uhr Ortszeit. Die einzigen Menschen, die jetzt hier sind, sind Polizisten, die den Tatort bewachen, und natürlich Medienvertreter, die jetzt praktisch im Minutentakt hier ankommen. Das ist sicher eine der größten Mediengeschichten in den USA in diesem Jahr oder zumindest bisher. Das sind die Aktivitäten. Ich war selbst kurz bei diesem Civic Center. Dort ist niemand mehr. Die Leute sind nach Hause gegangen. Aber natürlich wird erwartet, dass, wenn die Sonne hier aufgeht, viele Eltern hier wieder zurückkommen oder viele Eltern auch beginnen, wieder die Suche aufzunehmen nach ihren Kindern. Es sind jetzt bisher 7 bis 8 dieser Kinder identifiziert, und man hat natürlich sofort diese Fotos publiziert. Und alleine diese Fotos sind einfach so erschütternd und eine Anklage eigentlich gegen diesen Teenager, diesen jungen Mann, der offensichtlich völlig verwirrt war, ein richtiges Monster, der hier so ein unglaubliches Unheil angerichtet hat, dass diesen Ort, natürlich diese Kleinstadt, ganz Amerika und die ganze Welt erschüttert. Was ist das für eine Kleinstadt? Herbert, beschreib uns Uvalde, diese Kleinstadt, von der man zuvor noch nie gehört hat, mitten in Texas, in einem ja schon sehr konservativen Bundesstaat in den USA. Ja, wie gesagt, es ist eine Kleinstadt im Westen von Texas. Wenn man hier von San Antonio nach Westen fährt, durch die Steppe, dann durch diese weiten Ebenen, die man in Texas kennt, kommt man eben hierher in diese Stadt. Ganz normale Stadt mit Hotels, mit Walmart, mit Häusern, mit einem kleinen Stadtkern. Also nichts Besonderes, recht ruhig, verschlafen eigentlich. Und jetzt natürlich diese unfassbaren Szenen. Es ist eine sehr spanische Stadt, 80% der Einwohner sind Hispanic. Natürlich, die Stadt liegt auch nahe der mexikanischen Grenze. Einfach ein normaler Ort im Westen Texas, wie man es kennt hier. Eine ganze Nation ist jetzt gelähmt vor Schmerz. Die Flagge vor dem Weißen Haus, sie hängt auf Halbmast.
Ein Kind zu verlieren fühlt sich so an, als wäre einem ein Stück der eigenen Seele geraubt. Das sagt US-Präsident Joe Biden und er weiß, wovon er spricht. Denn auch er musste seinen Sohn Bo zu Grabe tragen, der an einem Hirntumor gestorben war. Der Präsident war sichtlich erschüttert, als er vor die Kameras trat und strengere Waffengesetze forderte. Ich hatte gehofft, als ich Präsident wurde, dass ich das nicht noch einmal tun musste. Ein weiteres Massaker in Uvalde, Texas. In der Grundschule. Junge, unschuldige Zweit-, Dritt- und Viertklässler. Beautiful, innocent, second, third, fourth graders. Die vielen kleinen Kinder, die miterlebt haben, was passiert ist. Die ihre Freunde sterben sahen, als wären sie auf einem Schlachtfeld. Um Himmels Willen. Das wird sie für den Rest ihres Lebens verfolgen. Die Eltern, die ihre Kinder nie wiedersehen werden, sie werden nie mit ihnen ins Bett springen können und kuscheln können. Die Eltern werden nie wieder dieselben sein. Ein Kind zu verlieren, es ist, als würde ihnen ein Stück ihrer Seele weggerissen werden. Da ist unglaubliche Leere in deiner Brust. Es fühlt sich so an, als würde man hineingesaugt werden, als ob man da nie wieder herauskommen kann. Erstickend. Es wird nie mehr so wie vorher. Heute Abend bitte ich die Nation, für sie zu beten. Gib den Eltern und Geschwistern die Kraft in der Dunkelheit. Als Nation müssen wir uns fragen, wann in Gottes Namen wir der Waffenlobby die Stirn bieten werden. Wir tun das, wovon wir wissen, dass es getan werden muss. Ich habe es satt. Wir müssen handeln. Und sagen Sie mir nicht, dass wir keinen Einfluss auf dieses Gemetzel haben können. Wir müssen den Mut haben, der Industrie die Stirn zu bieten. Unser Gebet heute Abend, es waren diese Eltern, die im Bett liegen und sich fragen, werde ich wieder schlafen können? Was sage ich zu meinen anderen Kindern? Was ist mit morgen? Unglaublich emotionale Rede vom US-Präsidenten. Schärfere Waffengesetze, das ist Bidens ganz wichtiges Thema bereits im Wahlkampf. Doch die Waffenlobby, die ist mächtig in den USA und die Republikaner im Kongress ebenso. Jetzt schauen wir noch mal auf diesen Ort, an dem diese grausame Tat begangen wurde. Eine Grundschule im US-Bundesstaat Texas, in der kleinen Stadt Uvalde. Ja, jeden Menschen in Texas, in den USA und auf der ganzen Welt berührt dieser schreckliche Amoklauf zutiefst. Auch diesen Basketballtrainer. Tränennah wendet sich Coach Steve Kerr vor der Partie seiner Warriors in Texas in einer emotionalen Botschaft an die Politik in Washington. Ich werde heute nicht über Basketball reden. Seit dem Ende unseres Aufwärmens wurden über 14 Kinder und ein Lehrer ermordet, 600 Kilometer von hier. Vor 10 Tagen wurden alte schwarze Menschen in einem Supermarkt in Buffalo ermordet. In Südkalifornien waren es asiatische Kirchgänger und nun wurden Kinder in der Schule ermordet. In Southern California, now we have children murdered at school. Wann werden wir endlich was unternehmen? Ich bin es leid. Ich bin es so leid, hierher zu kommen und den am Boden zerstörten Familien mein Mitgefühl auszudrücken. Ich bin die Ausreden leid. Ich bin die Schweigeminuten so leid. Genug. Da draußen sind 50 Senatoren, die es ablehnen, einem Gesetz zur Überprüfung von Waffenbesitzern zuzustimmen. Vor Jahren wurde es vom Repräsentantenhaus verabschiedet und liegt jetzt seit 2 Jahren rum. Und es gibt einen Grund, wieso die Senatoren das nicht tun, um an der Macht zu bleiben. Ich frage Sie also, riskieren Sie, um Ihre Gier nach Macht zu stillen, weiter die Leben unserer Kinder, unserer Alten und unserer Kirchgänger? Denn genau danach sieht es aus. Denn genau das machen wir jede Woche. Ich habe es satt. Mir reicht's.
50 Senatoren in Washington, die es ablehnen, diesen Waffenbesitzer Überprüfungen, die 90% der Amerikaner wollen, diese Senatoren halten uns gerade als Geiseln. Sie werden nicht zustimmen, weil sie sich an ihre Macht klammern wollen. Es ist lächerlich. Mir reicht's. Ja, mit diesen Worten spricht er ganz, ganz vielen Menschen aus der Seele. An seinem 18. Geburtstag hat der Täter einfach so sich die Waffen besorgen können, mit denen er dann all diese Kinder ermordete. Und auch der erfolgreichste NBA-Spieler Steph Curry äußerte sich zutiefst betroffen zu dieser Tat. It's kind of hard to... Es ist irgendwie schwer, sich darauf zu konzentrieren, Basketball zu spielen und zu wissen, was in diesem Staat passiert ist. Und ich habe Kinder, die ich jeden Tag zur Schule schicke und sie dort abliefere. Und man fühlt und fühlt mit den Eltern, die durchmachen, was sie durchmachen müssen. Ich kann mir den Schmerz nicht einmal vorstellen. Ich nehme die Herausforderung an, einen Weg zu finden, meine Stimme und meine Plattform zu nutzen, um hoffentlich etwas zu verändern. Das Leben ist im Ungleichgewicht. Es ist schwer, das in Perspektive zu bringen. Man nutzt also seine Routine, um sich vorzubereiten. Und natürlich schweifen die Gedanken von Zeit zu Zeit ab. Vor allem im Moment der Stille, vor dem Spiel und so weiter. Es ist also hart, aber es erinnert einen daran, wie gesegnet wir sind, dass wir tun können, was wir tun. Und dass wir uns nicht 2,5 Stunden lang in einem Basketballspiel verlieren können, wisst ihr, auch wenn es schwierig ist, zu wissen, was in unserem Land für ein Team los ist. Und für uns vor Ort in Uvalde, dem Ort, an dem dieses schreckliche Massaker passiert ist, ist unser Bildreporter Herbert Bauernebel. Herbert, was kannst du uns genaueres zu dem Tatvorgang sagen? Die Polizei, und da sind auch viele Bundeskräfte dabei, wie FBI und ETF, sind natürlich nach wie vor dabei, genau festzustellen, wie dieses Massaker abgelaufen ist. Was man bisher weiß, ist, dass der Schütze Salvador Ramos, 18 Jahre alt, der gerade noch in die Highschool hier gegangen ist, begonnen hat mit dem Amoklauf mit einem Schussattentat auf seine eigene Großmutter. Er ist dann mit einem Pickup-Truck losgefahren, hat sogar einen Unfall gebaut am Weg zur Schule, wurde dann von den Polizisten dann aber noch weiterfahren. Er durfte weitergehen, offensichtlich, auch das wird jetzt untersucht werden, ist bei der Schule eingetroffen und hat begonnen, hier herumzuschießen, ist eingedrungen, ist dann von Klassenzimmer zu Klassenzimmer gegangen und hat dieses unfassbare Massaker angerichtet, offensichtlich mit einem Sturmgewehr. Er hatte auch eine schusssichere Weste dabei, er hatte große Munitionsmagazine, die leider hier auch in den USA üblich sind. Man muss jetzt genauso schauen, wie groß, wie viele Kugeln da drinnen waren. All das wird untersucht. Und am Ende dann doch eine Heldentat eines Officers der Border Patrol, der ohne auf viel Rückendeckung zu warten, in die Schule eingedrungen ist. Der Schütze hatte sich da bereits verbarrikadiert hat und dem Beamten ist es gelungen, ihn zu töten und das Massaker praktisch zu beenden. Danach natürlich ganz frenetische, furchtbare Szenen. Einerseits Eltern, die zur Schule gelaufen sind, andererseits natürlich der Abtransport der Opfer, viele bereits tot. Es gibt den Bericht, dass 2 der Kinder eingeliefert wurden ins Krankenhaus und bereits verstorben waren. Am Ende natürlich, wie man jetzt weiß, 19 Kinder umgekommen im Alter zwischen 7 und 11 Jahren. Und jetzt beginnen die ersten Identifikationen herauszukommen in der Nacht, die ersten Namen, die ersten Gesichter, die ersten Fotos. Und das natürlich ist eine stumme Anklage gegen dieses Wahnsinns Verbrechen und auch natürlich gegen die Politik in Amerika, die es einfach nicht fertigbringt, den Gebrauch von Schusswaffen hier doch einzudämmen und die Gesetze zu verschärfen. Was weißt du über den Täter und ein mögliches Motiv? Ist das bereits bekannt geworden? Es gibt frühe Anhaltspunkte und Gerüchte und auch Geschichten. Man muss jetzt sehen, was wirklich dran ist. Es gibt einen Bericht, wo eben gesagt wurde, dass er in seiner Schule möglicherweise gemobbt worden wäre,
Das könnte ein Grund sein. Was man weiß, ist, dass er auf Instagram ganz kryptisch diese Tat praktisch angekündigt hat. Er hat Fotos gepostet von den Sturmgewehren, die er gekauft hat an seinem 18. Geburtstag. Er hat ein Foto gepostet, wo ein Munitionsmagazin in seinem Schoß liegt und hat eine unbekannte junge Frau hier getaggt bei diesem Post und dann mit ihr eine Unterhaltung begonnen. Er hat gesagt, er würde sie gerne ihr anvertrauen. Er hat so getan, ich habe eine Überraschung, hat er ihr gesagt. Sie hat sich erkundigt, was das wäre und er sagte, sie solle warten, bis es 11 Uhr wäre und kurz nach 11 Uhr hat dieses Massaker begonnen. All das wird jetzt genau untersucht. Das natürlich der ganze Internetverkehr, seine Kommunikation wird durchforstet werden. Es ist anzunehmen, dass die Polizei hier nach Handys sucht, nach Computern, nach Festplatten, dass man hier genau sieht, welche Vergangenheit dieser Mann hat und was natürlich die Motive sein können. Denn darüber ist jetzt eine große Diskussion losgebrochen. Was hat diesen jungen Mann, selbst 18 Jahre, selbst fast noch ein Kind, dazu getrieben, so ein unfassbares Verbrechen anzurichten hier in dieser kleinen idyllischen Stadt in Texas? Ja, Herbert, du sagst, es ist wirklich ein unfassbares Verbrechen in einer solch kleinen Stadt. Du stehst jetzt gerade vor dieser Grundschule. Es ist mitten in der Nacht bei dir. Vielleicht kannst du mal einmal uns trotzdem mitnehmen und erzählen, was ist das für ein Ort, wo sich eben dieser Amok Lauf passiert ist. Ja, das ist eine dieser typischen Kleinstädte, die es so viele gibt in Amerika. Natürlich aufgrund der Tatsache, dass Uvalde sehr nahe an der mexikanischen Grenze liegt, ist es sehr, sehr Latino hier, sehr Spanisch sprechend. Die Großteil der Bevölkerung spricht hier Spanisch. Das ist das eine. Zum anderen eine ganz normale Stadt, Kleinstadt in Texas mit einem großen Shoppingzentrum, mit einem Walmart, mit einer Kirche natürlich, mit kleinen Häusern, ein ruhiges Leben eigentlich. Wahrscheinlich viele junge Menschen werden sich wahrscheinlich denken, etwas langweilig, aber den Menschen hier scheint es hier zu gefallen und deshalb ist es auch so unfassbar, dass so ein unglaubliches Blutverbrechen, also ein derartiges Massaker in einer so idyllischen kleinen Stadt wie Uvalde stattfinden hat können. Und gleichzeitig ist jetzt wieder die Diskussion angerollt, Herbert, über strengere Waffengesetze in den USA. Wir haben auch die emotionale Rede von US-Präsident Biden hier verfolgen können, der sich seit dem Wahlkampf dafür einsetzt. Und man fragt sich hierzulande, woran liegt das? Wie viel Macht hat da der US-Präsident? Warum geht das nicht voran? Naja, man muss hier vorsichtig sein, um nicht ganz zynisch und zu werden bei diesem, wenn man diese politischen Vorgänge hier in den USA beschreibt. Denn klar ist, es gab diesen Moment vor fast 10 Jahren, Sandy Hook in Connecticut, ein Wahnsinniger namens Adam Lanza hat hier 20 Erstklässler, Kinder im Alter von 6 Jahren, mit einem Sturmgewehr massakriert. Ganz Amerika sagte, wenn das nicht der Anlass wäre, die Waffengesetze zu verschärfen, dann würde das für immer scheitern. Es ist gescheitert damals und es hat sich nichts geändert. Die Erklärung dafür liegt in der amerikanischen Politik. Um die Waffengesetze zu verschärfen, braucht man eine 60-prozentige Stimmenmehrheit im Senat. Und das ist de facto unmöglich, denn das Land ist politisch komplett gespalten. Der Senat selbst derzeit mit 50-50 Senatoren genau in der Mitte gespalten. Um die Waffengesetze zu verschärfen, würde es eine überparteiliche Anstrengung bedürfen. Und dafür gibt es einfach keinen Appetit hier in Amerika, weil das Land einfach zu gespalten ist. Und wir reden hier nicht einmal von drastischen Verschärfungen der Waffengesetze. Die Gesetzesinitiativen, die am Tisch liegen, sind eher kleinere Dinge, wie zum Beispiel die Verstärkung von Background-Checks, von Überprüfungen, das Schließen von Schlupflöchern, wie zum Beispiel den Verkauf von Waffen bei Waffenshows. Alles eigentlich ganz normale, hausverstandsmäßige Initiativen. Aber auch selbst die werden nicht durchgebracht. Denn die Waffenlobby spendet sehr viel Geld an Politiker, besonders an die Republikaner. Und auch ohne diesem Geld ist Amerika derzeit so polarisiert, dass es einfach keine Übereinkunft geben kann, keine Übereinstimmung zwischen den Parteien, um hier endlich sich einen Ruck zu geben und zu sagen, wir müssen hier etwas tun endlich. Vielen Dank, Herbert Bauernebel, mit den aktuellen Informationen aus Uvalde in Texas in den USA, wo eben dieser schlimme Amoklauf gestern passiert ist. Danke, Herbert.